hoffe, Sie haben mich alle erkannt. Genau, Gerd Wiese. Wir kennen uns bereits, muss man sagen. Kennen uns durch ein gemeinsames Filmprojekt. Also Isabel Gatthof macht gerade einen Dokumentarfilm, die Fritz Bauer, die NS-Prozesse im Spiegel der Zeit, wo wir uns ziemlich genau vor einem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt kennengelernt haben, auch in Frankfurt, wo du im Regen standest. Und genau, der Film wird aber erst nächstes Jahr erscheinen. Du bist 1928 in Berlin geboren und warst zusammen mit Joachim Kügler und Georg Friedrich Vogel einer von drei Staatsanwälten unter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Und du hast die Anklagen gegen zwei SS-Männer gestellt, und zwar gegen Wilhelm Burger und Oswald Kaduk. Genau, das ist als erstes. Und im Film ist es nur ein Staatsanwalt und der Hauptdarsteller hat also deine Erinnerungen mit einfließen lassen in seine Rolle. Du hast mit ihm auch gesprochen. Inwiefern hast du dich wiedererkannt in dem Film? Wir hören den Schalt an. Gut. Dass eine Münchner Produktionsfirma einen Film über den Auschwitz-Prozess drehen will, das hielten wir zunächst für unmöglich. So einen Prozess kann man nicht nachstellen. Aber dann konkretisierte sich das ganze Thema, die Vorgeschichte. Wie ist das Verfahren nach Frankfurt gekommen? Und da meldeten sich die beiden Produzenten und fragten an, Herr Wiese, wir wollten uns mal mit Ihnen unterhalten. Ist das möglich? Ich sage ja gerne. Und dann rückte eine gemischte Truppe aus München an, die beiden Produzenten, der Regisseur, die Dame vom Verleih, Werner Renz vom Fritz-Bauer-Institut und natürlich der Hauptdarsteller. Wir gingen zu meinem Italiener um die Ecke und es wurde ein sehr langer, interessanter Abend. Mit der Folge, dass ich, so gut ich konnte, alle Fragen beantwortet habe, die Herrschaften satt waren, meine Spaghetti kalt. Alexander Fehling hatte sehr viele Fragen. Wie war Ihr Dienstzimmer? Wo stand Ihr Schreibtisch? Was war auf dem Schreibtisch? Wo war der Aktenbock? Alles schön notiert. Ja, und dann trennten wir uns und ich hatte eine Einladung zum Set. Der Film ist in zwei Teilen gedreht worden. Ein Teil in Bayern, ein Teil in Hessen. Warum? Der Film ist gefördert worden von beiden Ländern und das bringt die Verpflichtung mit sich, auch in dem Land zu drehen, Klammer auf, Arbeitskräfte beschäftigen, Klammer zu. Und in Frankfurt ist das gedreht worden, in Höchst, im Bolognaro-Palast, der zur Hälfte stillgelegt war. Und da hatten die Filmleute so eine Art Staatsanwaltschaft eingerichtet. Und ich kam dazu, Sie entsinnen sich vielleicht der Szene, ein großer Raum, eine große Tafel, etwa 20 Staatsanwälte versammelt. Und man diskutiert und ja, und das waren so meine zweiten Blicke in das Filmgeschäft. Bis diese eine Szene zur Zufriedenheit des Regisseurs abgedreht war, ich kann es nicht in Minuten sagen, aber es dauerte sehr lange. Von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Beleuchtungen. Gut. Dann kommt eine Szene, die aber nicht in den Film übernommen worden ist. Der Generalstaatsanwalt sitzt zusammen mit meinem Behördenleiter gegenüber und versucht ihm klarzumachen,
dass er dieses Verfahren jetzt zu übernehmen hat. Und der Schauspieler kannte natürlich Fritz Bauer nicht. Und ich wusste, dass Fritz Bauer das nicht so gesagt hätte und mache immer so eine Handbewegung und gibt mal ein bisschen Power. Du redest von Gerd Voss, dem berühmten Burgschauspieler, ne? Bitte? Gerd Voss, der berühmte Burgschauspieler. Und das, ja, das Ganze war dargestellt vom Peter Voss, dem berühmten Burgschauspieler. Die Sache endete so, dass der Regisseur auf mich zukam und bat, mich für kurze Zeit den Raum zu verlassen. Der Schauspieler fühlt sich verunsichert. Gut, dann der letzte Drehtag war im Frankfurter Römer. Sie entsinnen sich der Personengruppe, die versucht, in den Saal hineinzugehen, aber nicht kann, weil die Tür geschlossen und der Saal überfüllt ist. Und da tönt aus der Ferne der Ruf, der Wiese kann ja doch da mitspielen. Das greift der Regisseur auf, sagt natürlich, Herr Wiese, ab in die Maske. Die Römerhallen voll wie ein großes Warenhaus, Kleidung aller Art. Sag, ich bin doch normal an. Wir spielen nicht im Jahre 14, 13, sondern wir spielen im Jahr in den 50er Jahren. Also Jackett aus, Hemd aus, Krawatte aus, Hose, naja, können wir lassen, machen wir ein bisschen enger. Also frisches Hemd, kein Winzerknoten, nur ein Schleifenknoten. Jackett, Hut auf, rauf. Und dann wurde ich in diese Personengruppe gestellt. Ja, das Schlussbild haben sie dann vor Augen. Die Tür geht auf, die beiden Staatsanwälte treten heraus. Johannes von Bülow und Alexander Fehling 1,85 aufwärts und daneben steht ein kleiner Mann mit Hut. Das bin ich. Ich hoffe, Sie haben mich erkannt. Also, wenn Sie Fragen haben, geben Sie ruhig Handzeichen. Der Kollege wird dann Ihnen ein Mikro geben. Genau. Ja, im Film ist es so, dass Alexander die Rolle von Johann Rathmann spielt, ein fiktiver Charakter, und er kämpft für die Gerechtigkeit, sagt er. Ich habe mich dann gefragt, inwiefern kämpft man als Staatsanwalt für Gerechtigkeit oder kämpft man für das Recht und was ist der Unterschied? Ja, also man versucht natürlich, aus der Strafakte, die man auf dem Tisch hat, zunächst ein Resümee zu ziehen, langt das, was auf dem Tisch ist, aus für eine Anklage oder muss nachermittelt werden oder das Verfahren gar eingestellt werden. Und es geht da zunächst mal ganz allgemein um den Einzeltäter oder die mehreren Täter. Und die sollen, wenn die Anklage erhoben ist, dann auch ein gerechtes Verfahren haben und ein gerechtes Urteil bekommen. Das steht zunächst im Vordergrund. Die Gerechtigkeit, naja, das ist ein weites Thema. Wollen wir hier heute weiter nicht vertiefen. Okay. Ja, Fritz Bauer, du hast ihn erlebt. Erzähl doch mal bitte, wie du nach Frankfurt überhaupt gekommen bist. Ja, nach dem zweiten Staatsexamen, Bewerbung bei der Justiz, zwischendurch ein paar Monate beim Anwalt, was mich nur bestätigt hat, diesen Beruf nicht zu ergreifen. Und dann kam im April der Anruf vom Oberlandesgericht, der Oberlandesgericht machte damals noch alle Personalsachen zusammen. Wir wollen Sie gerne nach Fulda schicken, Urlaubsvertretung. Sind Sie damit einverstanden? Ich musste Ja sagen, obwohl meine Hochzeit kaum 4 Wochen zurück lag. Also gleich eine Wochenendehe, aber da mussten wir durch.
Ich habe dann Anfang Mai 60 in Fulda angefangen. Die Staatsanwaltschaft ist oder war damals jedenfalls im Schloss untergebracht. Und ich hatte ein schönes, großes, holzgetäfeltes Dienstzimmer. So groß, wie ich es nie mehr in meinem Leben, auch als Vize in Frankfurt, nicht mehr hatte. Eine Schreibdame, ganz für mich allein, die ein relativ ruhiges Leben führte, denn bis der erste Abschluss von mir getätigt war als Anfänger, das dauert halt so eine Weile. Ja, nach 6 Wochen Wechsel nach Hanau, gut 3 Monate, und wieder weiter etwas näher nach Frankfurt, nach Offenbach und letztlich im Februar 61 in Frankfurt. Ein, wir sagen, ganz normales Buchstabendezernat, bis mir dann im Frühherbst 62 mein Behördenleiter eröffnete, er wolle mich als dritten Mann den Kollegen Vogel und Kügler geben, die Anklageschrift sei zu fertigen. Und nun teilen sich die Geister. Die einen sagen, das hat Fritz Bauer veranlasst, und das andere war der Behördenleiter, der die Entscheidung umsetzen musste. Bauer habe ich kennengelernt schon im Jahre 56, als er von dem damaligen Ministerpräsidenten Georg August Zinn nach Hessen berufen wurde. Bauer war damals Generalstaatsanwalt in Braunschweig mit nur damals einem Landgericht und jetzt hier in Hessen 19 Landgerichte und entsprechende Zahl von Staatsanwaltschaften. Bauer, voller Ideen und Pläne, wünschte unter anderem die Referendare, die bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt waren, kennenzulernen. Und so befand ich mich eines Tages mit 2 weiteren Kollegen im verräucherten Dienstzimmer meines obersten Vorgesetzten. Eine Schachtel Rothändel rutschte über den Tisch, wurde dankend abgelehnt. Damals war ich noch bei Stäubesand. Und als er hörte, ich komme aus Berlin, kam sofort die Frage, was wird aus der Gedächtniskirche? Ich bringe in Erinnerung, die Gedächtniskirche, in Erinnerung an Wilhelm I. errichtet, war während des Krieges beschädigt worden. Das Berliner gab das in 4. Generation, gab das überhaupt gar keine Frage. Die muss wieder aufgebaut werden, das alte Saal wiederhergestellt. Und sofort schoss es von Bauer zurück, das ist Quatsch, das muss weg. Da muss was jetzt um den Zuhörer um was Modernes entstehen. Na, das ging noch ein bisschen so hin und her und wir sind in Gnaden entlassen worden. Und daraus schließt zum Beispiel der promovierte Jurist Roland Steinke, Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung in Berlin, in seiner Bauerbiografie, dass es nur Bauer gewesen sein kann, der sich nach 6 Jahren meiner Person erinnerte und bestimmt hat, dass ich als dritter Mann dazukomme. Ob es stimmt oder nicht, ist nie geprüft worden, ist letztlich ja auch egal. Und du wusstest aber, also wann war das erste Mal, dass du von Auschwitz dann gehört hast und dass du dann überhaupt begriffen hast, was das eigentlich für ein riesiger Prozess wird? Also das erste Mal von den Konzentrationslagern hörte ich in russischer Gefangenschaft. Ich war damals in Fürstenwalde, genau in der Mitte zwischen Berlin und Frankfurt-Oder, gefangen gehalten. Und in dem großen Hof stand ein